Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schicht Hardspace Shipbreaker bei Shazadi spielt. Jo, mal schauen, was der Tag uns jetzt so bringt. Ich spiele das Spiel ja auch privat und muss sagen, also mir taugt es nicht so, dass man jetzt für ein Schiff immer nur ein oder zwei Schichten Zeit hat. Weil man will die Schiffe irgendwo auch komplett verwerten und das schafft man in dieser Zeit schlichtweg nicht. Also ich persönlich gebe mich zum Beispiel nicht damit zufrieden, einfach nur den Arbeitsauftrag zu erledigen, sondern ich möchte eigentlich gerne das ganze Schiff verwerten. Da man aber pro Tag 500.000 Unkosten hat, sprich eine halbe Mille, ist es dann irgendwann unwirtschaftlich. Also im Singleplayer mache ich quasi mehr Schulden, als dass ich Schulden abzahle, weil ich mir einfach so viel Zeit für die Schiffe lasse. Können wir hier jetzt natürlich so nicht machen. Hier müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir... Nein! Einfach gucken, dass wir... Das sind alles die gleichen Schiffe. Boring. Hier müssen wir einfach gucken, dass wir halt... den Arbeitsauftrag erledigen, nicht mehr und nicht weniger. So, wir nehmen uns jetzt mal ein Schiffchen. Gucken mal. Wir sind vollgeladen. Die Teaser habe ich auf 15 geupgradet. Das habe ich noch außerhalb der Aufnahme gemacht. Weil ich in meinem irren Kopf dachte, ich nehme schon auf. Und ja, danke auch für die ganzen Tipps, die ihr mir schreibt. Das meiste weiß ich tatsächlich, ich denke nur nicht dran. Aber es ist, ja, das Alter, ihr wisst. Also nicht wundern. Alles gut. So ein paar Fels hier und da müssen ja auch mal sein. Sonst wäre es ja langweilig. Ab und zu muss man ja auch mal in die Luft gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und nein, auf jeden Fall auch mal an alle, die meine Videos noch im Moment so super viel gucken. Bin ich total happy drüber. Und ja, freut mich, wenn es euch Spaß macht, meinem Treiben zuzuschauen. Und ich hoffe, wir machen das so weiter. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir haben für die 2 Tage Zeit, wenn mich nicht alles irrt. Ups. So. Die schicken wir erstmal alle wieder... Schnieke nach unten in die Barge. So, dann bleiben wir auch direkt hier. Airlock pressure levels dropping. Machen das Ganze mal drucklos. Oh. Airlock pressure levels dropping. Pressure level decreasing. So. Ist jetzt alles offen? Ja, bis auf hier hinten, ne? Was ist eigentlich unser Arbeitsauftrag? Reaktor, Energiezellen, Nanokarbon, Metall. Ja, alles klar. Was fleucht hier rum? Krams. Wartungsschlüssel. Ja, coole Sache das. So, alles offen? Gut, dann fangen wir mal an. Aufpassen, dass wir nichts in Brand setzen. Die Stühle können nämlich brennen. Und ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Dass sie das können.
Woher ich das weiß? Na, ich weiß es halt. So, jetzt habe ich erst schon mal das Cockpit abgetrennt. Die Platten nach unten gehen auch schon weg, oder? Haben wir deutlich was vergessen? Nö, nö. Hier können wir noch, wenn wir schon dabei sind. Ach, hier haben wir ganz viele Medikits und sowas, ne? Das ist nice. So. Jetzt würde ich gerne noch mal rausgehen und gucken. Ob wir hier unten schon... Ja, ja, die haben wir schon lose. Gut. Dann... Ah ne, wo müssen die denn... Wo müsst ihr denn hin? In den Prozessor? Okay. Da wird nicht rausgenommen, ne? Ach. Müssen wir drin nochmal... So, das hilft meist Wunder, da nochmal gegen zu dotzen. Weg mit dir. Ciao. Du. Direkt hinterher. So. Die Sachen erstmal ein bisschen wegräumen hier. Upsi. So, was? Was ist das? Oxygen? Nova Fuel. Nee. So. Ab nach unten. Ab nach unten. Was ist das? Steht da irgendwas dran? Ups. Note that excess electrical damage has been found to negatively impact long-term job satisfaction. Oh, hab ich mich erschrocken jetzt. Nur ein bisschen. Hey, aber wir haben gute Musik. Das war jetzt so ein bisschen, ein kleiner Stromschlag. Es stand aber auch nicht dran. Das finde ich immer so ein bisschen doof, wenn da nicht dran steht. Was das eigentlich gedacht ist. Oh, ich habe mich jetzt voll erschrocken. Oxygen reserves are low. Reminder, asphyxiation can lead to missed salvage quotas. Ja, ich meine, das Zeug haben wir ja genug hier drin. So. Oxygen level stabilizing. Und hier Medikits. Ich fände es nur ganz gut, wenn wir vielleicht wüssten, wie wir die denn anwenden. Object. Oh, na guckt. Ist das andere Teil auch? Auch schon? Ach nee, da ist es. Ich will nicht mit ganz so vielen... ganz so vielen Teasern arbeiten. Oh. Andererseits ersparen einen die Teaser einfach Zeit. So. Mal schauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo die Energiezelle war. Bin mir gerade nicht mehr sicher, wo überhaupt irgendwas war.
Dreh dich mal. So. Salvage deposit accepted. Credit transferred. Aber hier hat man ja 2 Tage Zeit für, ne? Jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir hier hinten in den Reaktorraum? Können wir hier... Oh. Ist schon lose? Nee. Caution. Tether supplies running low. Nee, es ist scheinbar irgendwo noch nicht lose. Egal. Wir schnippeln hier einfach mal ein bisschen weiter. Wo hängt das denn alles fest, bitte? Wüsste ich gerne mal. Wieso muss man das eigentlich alles als Einzel? Ich glaube nicht, dass ich jetzt das Teil geschnitten hatte. Ich glaube, wir haben das dann nochmal beschnitten. Hier ist aber der Reaktor hinter. Sollte man so ein bisschen aufpassen. Die Tür. Oh. Oh, nicht wieder. Nicht in die Fresse. Ich habe hier schon so. Oh, das war falsch. Das musste im Prozessor. Nein, was machst du? Oh Gott, geh weg. Ich habe schlechte Erfahrungen. So. Wir schnibbeln hier noch ein bisschen. Stell dich mal gerade. Ich weiß, dass wir da zwar schon reinkämen, aber ich hätte das Teil hier echt gerne schon weg da. Das hängt unten noch, okay. So. Ach nö, nicht mein schöner Sauerstoff. Den wollte ich mir für morgen aufheben. Ah ne, das muss in den Schmelzofen. Ich vergesse heute irgendwie ständig darauf zu achten, wo die Sachen hin müssen. Treffer. So, dann können wir nämlich morgen quasi. Wo hängt es? Warning. Your oxygen reserves are dropping below statistically profitable levels. Jetzt haben wir hier auch kein Oxygen mehr drinnen, ne? Ja, dann müssen wir wegen der einen Minute noch mal hierher. Das ist natürlich jetzt blöd. Und müssen vor allen Dingen noch mal Geld bezahlen. Weil sonst scheint es uns ja jetzt wieder gut zu gehen. Welcome.
Oxygen level stabilizing. Hallo, lass mich doch weg. Hallo, ich möchte weg. Oh. Hallo, lass mich weg. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Energiezelle vorne im... Das war eben nicht die Energiezelle, nee. Die uns da einen Stromschlag verpasst hat. Ich weiß nicht mehr, ob die vorne drin war. Eine Minute noch. Was machen wir in der Minute noch? Was können hier? Kann man noch irgendwas zum Aufräumen? Nö, ne? Das können wir noch. Entsorgen. Salvage secured. Account credit applied. Die Sachen hängen tatsächlich alle irgendwo noch fest. Jetzt? Ach so, der schneidet da. Ah, schneidet nicht gerade genug. So, jetzt müsste dieses Teil aber doch. Nein, immer noch nicht lose sein. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, Schicht rum. Ja, so, jetzt guck mal. Wir haben jetzt 500.000 gerade mal verdient. Am nächsten Tag verdienen wir mehr, weil da allein der Reaktor schon so viel wert ist. Aber trotzdem, wir haben 588.000 verdient und müssen gleich 500.000 wieder abdrücken. Das heißt, wir haben nur 88.000 gut gemacht an Schulden. Und das finde ich, ehrlich gesagt, total bescheuert. Ja, das ganze Schiff kann ich auch nicht verwerten, aus dem einfachen Grund, weil, ja, ich dann nicht mehr genug einnehme, aber die ganzen Ausgaben habe. Und das finde ich echt nicht gut. Finde ich nicht gut. Wieso? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den Scanner aktivieren. Den sollte man viel öfter nutzen, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wie. Naja. Sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn euch mein kleiner Stromschlag gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Folgen auf meinem Kanal an, beziehungsweise auch die anderen Let's Plays von den anderen Spielen. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Schicht. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.